geht, meine Freunde? JB ist am Start mit einer neuen Folge Kraftethek. Und ja, ich bin gerade ein bisschen Holz am Sammeln, damit wir die Wände mal fertig machen. Es scheint, als wenn euch dieses... Nochmal. Es scheint, als wenn euch dieses Design gefallen hat. Und deswegen werde ich das jetzt auf die anderen Wände auch noch übertragen. Aber wie gesagt, dafür muss ich erstmal ein bisschen Holz sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viel da reicht. Aber ich denke mal, hier das, was ich angepflanzt habe, plus hier drüben die Birches. Die Birches auch noch. Das müsste eigentlich genug sein. Wenn nicht, kann ich ja immer noch mal wieder neue Bäume pflanzen. So, der letzte von den dunklen Eichenbäumen. Ah, freut euch mal auf die heutige Adventskalenderfolge. Ich habe ausnahmsweise mal eine Folge vorproduziert. da gibt es was richtig Nützliches für Survival. Und ich überlege, das auch schon hier in der Craft-Tech-Welt zu bauen. Allerdings weiß ich noch nicht, wo ich das gebrauchen kann. Aber ich will es auf jeden Fall bauen. Schaut euch also unbedingt die heutige Adventskalenderfolge an. Es lohnt sich. So, könnt mal die Äpfel verdrücken hier. Ja, ein bisschen Saplings aufsammeln. Da war noch Holz. Noch ein Sapling. Chillig. So, dann lassen wir die hier auch mal wachsen. Ich glaube, dann zeige ich euch auch mal, wie ich so eine Wand hier aufbaue. Also eine Wand zeige ich euch und dann mache ich den Rest offscreen fertig. Ah, Freunde, ich habe euch so viel zu erzählen. Am Samstag startet bei mir ein neues Projekt. Da könnt ihr auch mal gespannt drauf sein. Das wird auch auf jeden Fall ein Projekt sein, was ich mal durchziehen werde. Nicht so, ich habe ja mal mit Grid angefangen, wollte mal Counter-Strike bringen. Counter-Strike kommt doch auf jeden Fall. Nur leider habe ich zurzeit nicht so Glück mit meinen mitspielenden Mitstreitern. Um es mal nett auszudrücken. Aber Counter-Strike ist auf jeden Fall fest geplant. Jetzt das neue Projekt wird auch richtig geil. Wir haben schon die erste Folge aufgenommen und es macht so viel Spaß. Ich hätte am liebsten schon 20 Folgen davon hochgeladen. Aber leider dürfen wir das nicht. ja, fangen wir mal an, hier die Wand weiterzumachen. So, hier erstmal einen Haufen Treppen craften. Komm, direkt nochmal. Zack. Und zack. So, haben wir auch direkt mal ein paar dunkle. Komm, die verballere ich auch noch. Haben wir noch zwei Stacks davon. Dann brauche ich noch ein paar Lämpchen. Warte, ich habe, wie viel brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück brauche ich noch. 7 Lämpchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben. Wer kennt das Lied? Boah, das ist richtig old. So, habe ich noch Hebel? Die müsste ich, wenn hier, abgelegt haben. Boah, noch 7 Hebel. GG. So. Dann würde ich sagen, platzieren wir die Lampen mal als erstes. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Na, erstmal sammeln wir hier noch ein paar Saplings und sonstige Items ein. Ja, ja. Vor allen Dingen Dark Oak Dinger. Die sind ja relativ rar bemessen. So. Schön. So, also die Lampe kommt immer relativ mittig. Genau dahin. Dahin. So. Und der Rest der Wand wird rausgenommen.
Das ist ein bisschen schwer hier, wenn mit Haste und Dingens, aber ich will das Haste auch nicht wegmachen, weil es richtig nice ist. So. Eigentlich kann man den obersten Block auch lassen, weil er ja eh noch Decke hinkommt. Das sieht man dann nachher eh nicht mehr. So, die Löcher kann man stopfen hier. Und dann kommt hier immer der Hebel, hier immer der Anhebel rein. So. Und dann eine Lampe. Die Lampe kommt dann hier vorne drauf. So, und das erste, was ich mache, ist mir erstmal ein kleines Türmchen bauen. Damit ich es leichter habe, hier oben zu arbeiten. So, ich muss jetzt selber mal gucken. Also das ist erstmal so. Dann habe ich hier noch ein so, hier ein so und hier ein so. Und dann baue ich hier erstmal so vier Kästchen, möchte ich fast sagen. Ach Quatsch. Seht ihr, da fängt es schon an. Da muss nämlich so und so. Jo, Bro, Bode. So, und dann hier den Kasten zu Ende bauen. Na? Da muss ich jetzt hier oben immer wieder drauf. Gut, ist natürlich eins zu hoch. So. Dann können wir hier den zweiten Kasten zu Ende bauen. So. Und... ups. So. Ja, und der obere Kasten ist ein bisschen anders. Der ist nämlich eins höher ausgefallen. Ich mal wieder ein bisschen höher bauen. So. Das ist dann praktisch hier und da. Da, nee. Und da, nee, auch nicht. Mensch. So. Und so. Und so. Komm, jetzt kann ich auch hier mal die Blöcke rausnehmen. Obwohl, guck mal, auf der Seite habe ich es auch gelassen. Ja, komm, dann packe ich die hier auch wieder hin. So. Und dann habe ich hier immer noch mein dunkles Holz genommen. Hier eins hingesetzt und da eins hingesetzt. Für den Rest brauchen wir jetzt nur noch hier die dunklen Treppen. Da habe ich jetzt hier unten auch erstmal nur so einen halben Kasten hingesetzt. Ups, halben Kasten hingesetzt. So, noch einmal spinksen. Genau, dann hier zwei Treppen und die so. Das gleiche auf der anderen Seite. Zack. Und dann oben habe ich das relativ ähnlich gemacht, nur, ja, kann man sagen andersrum? Doch, nur andersrum. So, hier habe ich dann hier oben den halben Kasten gemacht. Muss ich gleich noch seitlich irgendwie. Ja, und dann hier die so rum. Und... ach Quatsch. Die müssen dahin. So. Einmal rüberbauen. Kommt nämlich so einer hin. Und hier kommen die so hin. Das gleiche noch auf der anderen Seite. So. Und so. Ah, nein. So. Und schon haben wir eine Wand wieder fertig. Oh, das sieht gut aus. Auf jeden Fall schon mal zwei nebeneinander. Ja, ich werde jetzt offscreen die anderen auch noch dahin bauen. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Also, bis gleich. So. Oh, da war meine Stimme gerade weg. So, vier Stück nebeneinander habe ich jetzt schon mal.
Ich finde, es sieht richtig nice aus. Wenn da oben dann noch Decke hinkommt, freue ich mich, wenn der Raum hier fertig wird. Aber wir werden uns jetzt mal mit etwas anderem beschäftigen. Denn die kleine Insel unter dem Weihnachtsbaum, da müssen ja auch noch Kisten hin, wo dann nachher die Geschenke reingetan werden. So, und ich mache mal noch hier ein paar. Ja, 16 Kisten sollten genügen. So. Beziehungsweise Schilder bräuchte ich auch noch. Aber ich schlafe jetzt erstmal. So. Schilder müsste ich auch noch eine Handvoll haben. 6. Ja gut. Machen wir lieber noch mal ein paar mehr. So. So, jetzt haben wir noch mal ein paar. So. Ich glaube, ich müsste auch noch was Erde mitnehmen. Hier steht noch Revis Kiste. Also versucht hat er hier was, den Baum zu reparieren. Lass mich mal kurz ein bisschen Zeug zusammensuchen, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann bauen wir hier mal weiter. Ich sehe aber gerade, dass sich die Folge mal wieder dem Ende neigt. Ich werde jetzt da noch ein bisschen die Insel vergrößern, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben, um vielleicht auch noch den einen oder anderen Deko-Gegenstand da abzustellen. Aber ansonsten war es das mal wieder mit dieser Folge, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten in der Holzfarm geht es jetzt schon ordentlich voran. Müssen wir nur noch ein bisschen schön machen. Wir benutzen die ja auch schon als Holzfarm, ne? Also es ist ja nicht so, als wenn die jetzt da einfach nur rumsteht und irgendwie nichts macht. Wie groß mache ich das am besten? Ja, mal gucken, wie es sich gut anfühlt. Hier noch einen Block raus. So, und wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir unser Haus noch ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Wir haben ja schon eine Verwarnung von der Weihnachtspolizei bekommen. Da müssen wir auch auf jeden Fall demnächst dran arbeiten. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal machen wir hier unseren Weihnachtsbaum Heiligabend reif. Dass es hier auch was wird mit den mit dem Verschenken und beschenkt werden. So. Ah, das ist schon mal eine gute Größe, finde ich. Kann man eventuell hier in die Richtung noch ein bisschen vergrößern. So. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Chests unter. Die werde ich auch noch wegstellen. Aber ansonsten, meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.